Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. Willkommen zurück hier bei The Long Dark. Wir spielen auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad und schauen gleich in die Statistik. Zuvor aber noch alles Gute für das neue Jahr. Ich hoffe, dass ihr gesund bleibt. Ich hoffe, dass ihr erfolgreich seid. Ich hoffe, dass es gut läuft. Ja, schauen wir in die Statistik. Wir haben 488 Tage überlebt, haben 60% der Welt gesehen. Finde ich eine ganz coole Sache. Hier könnte man natürlich noch auf jeden Fall einiges mehr rausholen. Aber allein, dass wir uns bereits den 500 Tagen nähern, finde ich toll. Ja, was machen wir jetzt? Wir nehmen erstmal einen Schluck. Und die Sonne geht auf. Okay, so. Ich nehme mal das. Dann. Ja, man könnte hier ein Rohschaft craften. Nehmen wir unser improvisiertes Beil und sagen 56 Minuten, okay. Okay. Dann nehmen wir eine Klinge oder gleich zwei und sechs Federn. So, einfacher Pfeil. Davon könnten wir zwei herstellen. Sehr gut. Das nächste können wir schauen, ob wir da wieder was zurücklegen. Wir haben noch eine Pfeilklinge. Also dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal drei Federn. Und sagen nochmal einfacher Pfeil. 1,5 Stunden. Okay, sehr gut. So. Können wir noch schauen. Wollen wir irgendwas zurücklassen? Ja, wir brauchen natürlich nicht so viel Streichhölzer. Die können wir auch umlagern. Ja, das tue ich mal rüber. Haben wir jetzt eine ganze Menge zum Angeln. Okay. Nächste Ding wird sein, das Holz rüberzubringen. Wir haben davon 9. Wir haben davon 63. Ja, damit werde ich mich kaum noch bewegen können. So, dann können wir das Holz in die Eishütte tun. Also in die Eisfischerhütte. Sagen wir mal hier rein. Schauen, was es hier noch gibt.
freezing. Ich ab und zu mal umschauen. Nicht, dass mir hier jemand in den Rücken fällt. So. So, und dann geht's zurück. Minus 11 Grad. Könnte man noch was sägen? Ich muss mich aber vorher kurz aufwärmen. So. Schaue ich mal, ob hier noch ein Stamm liegt. Ja. 9 Grad sogar. Sehr gut. Oh, ja, da habe ich nicht aufgepasst. Mein Sette-Bonus ist abgelaufen. Nun, ich brauche den jetzt auch nicht ganz dringend, aber. Habe ich ein bisschen gepennt. Mal gleich nachfassen. Also ich brauche den deshalb nicht so dringend, weil ich in den nächsten Tagen ohnehin angeln werde. Und nichts durch die Gegend schleppen möchte, aber trotzdem ist das immer eine schöne Sache. So, jetzt kommt der nächste. Und zwar hier war doch noch was. Ah, das ist wahrscheinlich einer von diesen magischen Ästen, die mal liegen und mal nicht. Dann nehmen wir mal den. Feels like night is coming. So, was ich auch noch schauen wollte. Die Socken sind bei 62%. Wie viel Stoff haben wir denn überhaupt noch? Dreimal. Also dreimal hier unten drin. Und hier mal nichts mehr. So, die ist getrocknet. Die könnte man eigentlich. Die Stiefel könnte man machen. Brauchen wir noch einen Damm? So. Wunderbar, 100%. So, das kann weg. Ist alles okay.
Hier haben wir nochmal 6-mal Holz. Das kann weg. Zu dunkel, okay. Na gut, nichts dagegen einzuwenden. Dann kriegen wir noch was. Ist noch was? Ruhen ein wenig. So, und dann können wir nochmal versuchen, 9 Stunden am Stück zu schlafen. Okay, fein. Nächste Ding. Gleich was essen. So, und jetzt schaue ich mir nochmal die Handschuhe an. Okay, sehr gut. So, ich glaube, wir könnten mit der Lupe Feuer machen. Ja, es sieht danach aus. Ah, jetzt habe ich doch wieder, ja, mich gepennt. Ich wollte eigentlich die Lupe benutzen. Okay, ist nicht so schlimm. So. Holzkohle nehmen. Okay, Feuer machen. So, und beim Angeln hat man ja immer die Möglichkeit, gleichzeitig Wasser aufzusetzen. Come on, little fire. Mach das mal. Man kann dann Unmengen an Wasser produzieren. Ich weiß nicht, ob ich das gleich nutzen möchte. Oder stattdessen lieber durchangeln. Kann ja mal mit 2 Litern hier beginnen. So, und so, mich interessiert noch, wo sind wir gerade bei Angelfähigkeiten? Sind wir bei der 4? Ich glaube, das ist das Einzige, was wir noch nicht entwickelt haben, von den Dingen, die wir entwickeln können. Also los geht's.
So, Garn. So, und Öl haben wir ja, glaube ich, nicht bei. Wir haben zwar was hier in der Lampe, aber ansonsten nicht bei. Dann gehe ich mal raus und hole mir noch die Därme. So, dann können wir schon mal ein Steak hier auf den Grill werfen und angeln eine Stunde. Ich glaube, so ein Barsch bringt immer ein bisschen mehr. Oh, was? Ging es so schnell mit dem Verbrennen? Und zwar der Barsch bringt. Schauen wir uns das mal an. Ah, 0,11, okay. Gut, dann machen wir wieder Wasser. Zwei Stunden. Das ist gut. Zweimal. So, wir haben noch 5 Stunden da drin. Und gleich nochmal. Das könnte man schon mal eine Stunde schlafen. Ich hoffe, mir verbrennt der Barsch nicht, aber eine Stunde müsste drin sein. So. Dann machen wir wieder Wasser. Und weiter geht's. Wasser können wir. So, eine Heringsmarine. Und noch eine. Hauen wir uns gleich rein. So, dann.
sieht's aus? Wir haben jetzt noch 8 Stunden. Okay. Ja, dass meine Sehne reißt, ist vollkommen klar. Ich hoffe trotzdem, dass wir weiter leveln. Ja. Mit jedem Fisch, den wir fangen, leveln wir eben. Das ist cool. So, mal wieder ein bisschen Lampenöl. Würde ich sagen, noch mal 2 Stunden. Getting a bit thirsty. Looks like I made it through another night. So, wir trinken. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel Nachschub brauchen wir. Wir haben jetzt 4 Stunden drin. So, ich würde sagen 1 Stunde. Dann wieder Wasser ansetzen. Schon mal ein bisschen Fleisch rüberholen. Na, lasse ich es mal draußen liegen und sage 1 Stunde angeln. Jetzt 1 Stunde schlafen. So, nochmal 1 Stunde schlafen. Und ruhig noch was essen. Und 2 Stunden angeln. So, wieder schlafen. Ja, ich bin jetzt, was das Schlafen betrifft, ein bisschen im Defizit, deswegen gleiche ich das gerne mal aus. So, dann geht's weiter mit Angeln. I wonder if I can drop any of this gear.
So, durch dieses Fischessen wird man immer durstig, weil hier hat man unheimlich viel Wasser, aber Wasser ist ja hier kein Problem. Wir sagen wieder eine Stunde schlafen. So, man könnte natürlich auch Kaffee einsetzen. Ich habe ja noch Kaffee, aber mir ist das ein bisschen schade dafür. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben noch 4 Stunden. So. Und weiter geht's. Jetzt haben wir 3 Fische gefangen in einer Session. Das war ganz cool. I'm not going to be able to carry this load for much longer. So, ich werde den Fisch mal hier rein tun. Und weiter geht's. Dann hat man wieder eine 2-Stunden-Session, da fängt man nur einen Fisch. Auch merkwürdig. Is getting too heavy to carry. So, wir trinken was. Dann Fisch essen. Und weiter geht's. So. 5 Stunden. Da könnte man allerdings mal was nachlegen. So. Etwas ruhen. Dann sollten wir mal wieder Wasser abstellen, glaube ich. Ja, 21 Liter braucht man nicht am Mann.
Wow, sehr gut. So, und weiter geht's. Nochmal 2 Stunden. Und dann weiß ich nicht ganz genau. Hier gibt es nur noch Fisch. Was ist denn, wenn ich alles hier rein tue? Noch habe. I'm not sure I can carry much more. Ich noch 8 Stunden. Wahrscheinlich ein bisschen knapp. Könnte Folgendes machen. Ah, ist wahrscheinlich zu riskant. Ich hätte überlegt nochmal. Ah, da sind ja welche. Ja, ich glaube, das mache ich. So, und ich glaube, da müsste man über die Nacht mitkommen. Ich höre das mal noch mit rein. Elf Stunden. Eine Stunde schlafen. Nee, Kaffee gerade jetzt nicht. Okay. Dann lieber weiter im Text. -11 Grad. Okay, ich probiere das mal. Ach ne, jetzt ist ein Fisch da drauf. Weiß nicht, schaffe ich das?
50 Minuten. Ich hoffe, der ist mir nicht verbrannt. Nee, hat geklappt. Okay, fein. Gut, dann sage ich 2 Stunden. Ich glaube, die 2 Stunden sollte ich schlafen. Okay. Und dann geht's hier weiter. Eine Stunde schlafen. Und wieder 2 Stunden. Jetzt geht's wieder ans Angeln. Noch mal 1 Stunde. Und wieder angeln. So, ich wollte mal schauen. Ich weiß gar nicht genau, ob wir einen Verlust haben, wenn wir das immer aufs... Oh ja, wir sind jetzt bei 24, wir müssen hier aufpassen. Wir hätten das auch mit der Brechstange aufmachen können. So. Guck ich nochmal 2 Stunden. Dann legen wir ein bisschen Holz nach. So, Nummer 1. Dann Nummer 2. So, ich wundere mich ein bisschen, dass hier auch kein, also ich dachte normalerweise, dass hier auch irgendwo ein Bär ist, dass auch kein, dass hier kein Bär auftaucht. In dem Kadaver dürfte ja nichts mehr drin sein, meine ich. Ne, da ist nichts mehr drin. So, wir sagen mal, nee, lieber 1 Stunde angeln.
Stunde schlafen. Surrounded by snow. So, ich denke, das sind meine zwei letzten Fische. Da in dem Schneesturm rüber zu gehen, macht jetzt nicht so großen Spaß, aber ich glaube, ich werde mich da nicht verlaufen. Ich meine, man sieht wirklich nicht die Hand vor Augen. Sag mal 2 Stunden. Hoffe, dass der Sturm ein bisschen nachlässt. Ja, ein bisschen hat er nachgelassen. Ich glaube, die Chancen stehen gut, wenn wir hier noch ein bisschen länger aushalten. Sagen wir mal nochmal 2 Stunden, dass es nachher etwas ruhiger ist. Sogar noch mal 2 Stunden schlafen. So, und noch mal eine scheinbar. Ja, mittlerweile haben wir wieder den Sättigungsbonus. Finde ich ganz gut. Muss mal schauen. So, und dann bin ich gespannt, wie viel Öl wir da gewonnen haben. Ich rechne so mit einem Liter oder ich hoffe auf einen Liter. Schauen wir mal in die Statistik. 1,5. 1,53 oder gibt es sogar noch mehr?
Nee, das sind, aber das ist toll. Schönes Ergebnis. Ja. Dann denke ich, lange dauert es ja nicht mehr. Hälfte der Nacht ist ja schon um. Könnte man. Den Schlafsack ausbreiten. So. Trinken was. Können ein paar Stunden ruhen. Dass wir nochmal ein bisschen Müdigkeit bekommen. Und dann können wir nochmal 4 Stunden schlafen oder so. Okay, vorher schauen wir nochmal in die Statistik. Wo sind wir denn jetzt gerade? Wir sind bei 493 Tagen. Eine Woche trennt uns noch von den 500. Cool. Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.